Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Kilomento Folge 2. Wir befinden uns in der Rolle unserer kleinen Freundin Chihiro, die ja anscheinend in einen Autounfall geraten ist, ihr Gedächtnis verloren hat und jetzt irgendwo in so einer Zwischenwelt landet, aus der wir noch nicht entkommen dürfen. Das haben wir ja das letzte Mal versucht am Ende der Folge. Da sind wir aufgewacht und hatten kein Gedächtnis mehr und das ist alles scheiße. Deshalb, wir spielen weiter und zwar jetzt. Ohne groß zu labern. Hier ist eine ganz nette Dame, Tsuigin, die hat uns ja hier die Möglichkeit gestellt, hier Fragen zu stellen. Haben wir alle schon gefragt, wir wissen alles und gehen jetzt erstmal auf der Jungentoilette kacken. Aber nein, was soll das? Geh rein. Ach, nein, das ist aber für Herren, da darf ich nicht rein. Dann gehen wir auf Mädchentoilette halt und gucken nochmal in den Spiegel. Aber irgendwie habe ich keine Empfindung für das Gesicht, was sich dort spiegelt. Bin doch nicht ich. So, dann aber hier, die Toilette, die braucht was von mir und zwar was ganz, ganz ordentliches, was Deftiges. Werde ich hier raus, ne? So. Ah nein, ich will da nicht nochmal rein. Oh Gott. Ich habe so einen Toilettenfetisch hier. Meine Güte. Gibt's gar nichts. Was ist das für eine Toilette? Toilette ohne Überraschung ist für mich keine richtige Toilette. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ja. Der Herr Doktor ist gerade nicht da. Heute ist, Feierzeit hier. Wie heißt es? Nein, heute ist keine Sprechstunde. Zeit. Tut mir leid, bevor ich angefangen habe, ist mir ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen. Ich rede manchmal aus Stuss. Tut mir leid. Hier darfst du nicht rein. Also bitte kannst du dich mal hier zurückhalten. Ja, sind okay. Was darf ich denn über... Da darfst du auch nicht weiter. Also bitte. Warum darf ich denn gar nichts? Bitte, was denken die, dass ich bin? Oh, Kätzchen. Oh, du bist ja eine kleine Dame, die ich noch nie gesehen habe. Bist du etwa neu hier? Ja, kann ich mit dir reden weiter? Ach, es ist bestimmt ganz anstrengend, als so jung und dann ins Krankenhaus zu kommen. Ich bin immerhin schon 19, ja? Was bist du? Oh, es gibt noch kein Essen. Brauchst du was zu essen? Gibt's hier was zu essen oder was? Okay, wir gucken mal weiter. Waren wir eigentlich schon? Wir waren noch gar nicht oben, ne? Hoho! Oh, und ein weiter. Person und seltsame, obskure Gestalten. Ich spreche mal mit der Person hier. Wer bist denn du? Hm? Ah, guten Tag, du liebliche Person. Was ist das denn für eine? Oh, du bist ja ein Mensch. Oh, ich habe dich sowas zum ersten Mal gesehen. Ich kenne die äußere Welt nicht. Oh, du bist in Zimmer 202, nicht wahr? Oh, es tut mir leid, aber mein Name ist Beanie Bada und ich bewohne Zimmer 303. Ich wünschte, dass wir uns gut verstehen und Freunde werden. Ach ja, wenn du vielleicht ein bisschen Zeit hast, dann besuch mich doch einfach mal in meinem Zimmer. Ich heiße dich immer herzlich willkommen. Die Fresse, ey, mach deine scheiß Musik aus. Viel zu laut. Deine Musik, ja? Sind wir in einer öffentlichen Einrichtung, dann hört man nicht so laut so eine scheiß Klassikmusik. So, was bist du denn? Nunu! Irgendwas Schleimiges, so Nunu, so schleimig klebrige Wesen. Und das ist eine Kanonenkugel, die hier vorm Klavier springt. Okay, können wir das finden? Ach, hier Auswahl, hier verschiedene Fragen, Fragelexika und so eine scheiße eidliche Schwurbrief oder sowas. Weiß ich nicht. Verschiedene tausendeine Nachtgeschichten oder sowas, glaube ich. und hier Berichte über die Sternenwelt oder sowas. Ja. Gibt's hier irgendwas Geiles? Hier brennt natürlich kein Feuer im Ofen, das sehe ich. Das musst du nicht extra nochmal formulieren. Keine Ahnung. Verschlossen. Beanie Bada, gibt's hier irgendwas Schönes? Oh, ich warte auf dich. Danke. So lange warten. Wenn ich zu so einer Psychofrau ins Zimmer will, ey. Guck dir mal an, ein rotes Gesicht, ja? Nee. Hier liegen schwarze Haare. Furchtbar. Oh, eine total schöne künstliche Blume. Und eine Lampe, die einfach auf dem Boden steht. Obwohl die viel zu niedrig ist, als dass man sie einfach auf den Boden stellt. Ein Bärenspielzeug, also ein Kuschelbär, ein Stoff-Teddybär. Das. Da hat er aber jemand rumgewütet. Heiße Liebesnacht hier auf dem Bett. Also, mein Bett sieht ähnlich aus. Für die, die es interessiert, ich glaube niemand. Okay, sorry. Okay, was soll ich denn machen? Habe ich irgendetwas, was ich tun soll?
tun kann, tun muss oder dergleichen. Ich bin überfragt. Oh, soll ich mich auf morgen vorbereiten oder noch nicht? Ja, machen wir einfach mal. Kann ja nichts passieren, ja? Was ist das denn für Geräusche? Stöhnt er hier mit dem Nachbarzimmer? Tag 2! Oh, Tag 2. What the fuck, was bist du denn? Da steht jemand neben mir! Ohayou gozaimasu! Also, guten Morgen, sagt die, wie heißt sie? Ichihachi, Ipachi, keine Ahnung. So heißt sie auf jeden Fall. Wie geht's dir? Gut, mittel, schlecht, gut. Wie geht's blendend? Wie frisch geboren. Oh, das ist aber schön. Heute ist der Herr Doktor da. Deshalb kann es auch sein, dass er dich untersucht. Die redet so scheiße, deshalb, ich versuch's irgendwie so ein bisschen zu übersetzen. So ein bisschen langgezogene Vokale und so ein Kack. Also. Ja, dann kriegen wir schon hin. So, du, was willst du überhaupt? Ja, der Herr Doktor ist heute da. Ja, schön für dich. Doktor. Ich bin selbst so ein Doktor, ja. Erstmal muss ich ja den ganzen Zimmer hier nochmal suchen. Oh, hier. Ich liebe so weiche, fluschige Betten. Selbst so ein fluschiges Bett, wie es aussieht. Was? Wo bin ich hier gelandet? Igittigit. Pupipu. Schöner Spruch. Oh! Kaputt gegangen. Traurig. Abgeschlossen und du sagst, der will ja nichts. Ich weiß auch nicht hier. Pupipu. Dann lassen wir ihn mal, wir gehen erstmal hoch und dann gehen wir runter. Wir wissen ja, dass das Behandlungszimmer vom Doktor unten ist. Aber ich will ja auch nichts verpassen. Wir können jetzt auch hier zu einer Freundin ins Zimmer gehen. Ha! Oh. Eine Puppe. Magst du Puppen? Jetzt kann ich auswählen, ob ich sie mag oder ob ich kein Interesse dran habe. Ich mag Puppen natürlich. Oh, das ist aber niedlich, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wer sagt das? Hier, dein Geschenk. Bitte, pass drauf auf. Danke, Vater und Mutter. Wer sagt... Hä? Das ist ein also ist wahrscheinlich ein Blick in die Vergangenheit, ja? Ah, genau. Als ich klein war, habe ich Puppen und Spielzeug, so Kuscheltiere, geliebt. Oh, und diese Puppe, die ich zum Geburtstag gekriegt habe, mit den blauen Augen, die müsste jetzt auch immer noch bei mir im Zimmer sein. Aha. Oh, du bist dazu gekommen. Oh, das freut mich. Ich will deinen Teddybären mustern. Geh da mal runter, du. Geh da mal runter, du. Ich glaube, die ist ja gestuckt. Die kommt nicht weg. Beweg dich jetzt mal. Ja. Dann halt nicht. Fass ich den Teddybär nicht an. Vielleicht gab es da irgendwas Geiles. Aber nein. Wird uns nicht vergönnt heute, liebe Leute. Tut mir sehr leid. Und sonst gab es hier nichts, oder? Gab es hier noch irgendwas? Ah, da war diese klebrige Massenwesen hier. Komm mal her, du. Es zettet sich durch den Schlaf. War ich hier schon drin? Ich weiß es schon mehr. Ah, hier, eine Katze. Wie geht's dir denn heute? Hast dich an das Leben hier gewöhnt? Ja. Selbstverständlich. Warum auch nicht? Guckt euch das mal an, was hier für Gesellen rumlaufen. Und da war der erste Anschein darauf ausgelegt, dass es sich tatsächlich um die Fortsetzung von Gokutoji-Han handelt. Ich hätte es ja noch nicht gedacht bisher. Aber was ist das? Ein Huhn. Ah! Das. Ah, jetzt ist mir ein Finger rausgerissen. Ah! Das ist ja... Wo bin ich gelandet? Ich gehe jetzt einfach ganz schnell rein. So, die Tür ist offen. Oh. Und da ist tatsächlich so einer, so ein Geselle hier aus Gokutoji-Han. Oha! Und das ist... Matsumoto. Oh, Moment, was ist denn hier los? Bist du etwa hier Patient? Oh, bitte erschreck mich nicht. Hä? Wovon redest du? Mein Name ist Matsumoto. Ich bin kein Patient hier. Ich bin ein Gefängniswärter. Wärter? Ja. Wie, was heißt ihr Wärter oder Gefängniswärter? Ja.
Gefängniswärter, also was soll ich sagen? Ich bin jetzt kein Mensch, sondern... Kennst du hier das Büro von dem Herrn der Unterwelt, diesem Enma? Kennt ihr das vielleicht? Das ist das japanische mythologische Herr der Unterwelt, der Hölle. Kennt ihr vielleicht Dragon Ball oder so, da ist er auch da drin. Auf jeden Fall hier, kennst du das Büro von dem Herrn der Unterwelt? Ich bin also so ein Gefolgsmann von dem Herrn der Unterwelt. Und ja, die Leute, die dort arbeiten für ihn, die Gefolgsleute, die werden halt Guxuts also genannt. Also genauer gesagt, komme ich aus so einem Büro, Sonderbüro, welches da zu diesem Büro der Unterwelt gehört. So ein bisschen, ne? Also nicht direkt, versteht er schon. Und ab und zu komme ich wegen meiner Arbeit hierher. Hast du noch eine Frage? Was machst du hier? Nun, dies sind alles hier Medikamente. Und, guck dir mal, da reihen sich doch ganz viele bunte Gegenstände im Regal, nicht wahr? Daraus mache ich Medikamente. Ich bin nämlich ein Apotheker. So ein Pharmazeut. Wenn du also mal Medikamente so brauchst, dann mache ich dir die. Dann stelle ich dir die her. Jetzt habe ich keinen Bock mehr mit dir zu reden. Okay, also. Ich bin eine Weile hier, also vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Hoffentlich nicht, ey. Interessiert mich nicht, seine Pharmazie hier. Irgendwas klauen hier? Mandragora! Was? Kamimedon? Irgend Zeug, irgendwelche Medikamente. Ningereki, Ringelflüssigkeit, keine Ahnung. Und so weiter, das sind alles hier. Valerian, irgendwelche Medikamente und so wahrscheinlich. Und, ja. Zeugs, Glycerin. Salzsäure. Adrenalin. Das hier. Ethanol und irgend Zeug. So, auf jeden Fall gucken wir mal ins Buch. Aber hier sind nur ganz viele Fachwörter, ich verstehe kein Wort. Leere Glasflaschen. So, wir sollten ja zum Doktor gehen, aber erstmal will ich hier nochmal mit der Rezeptionsfrau sprechen. Wie geht's dir? Sagt eine andere Person? Genauso aus. Nidoku? Vielleicht? Ist mir geht super. Okay, gut, dann gehe ich zum Doktor. Das ist ja letztendlich unser Weg hier. Wir sollen ja hier hin. Und hier sagt Tsujin, so, jetzt setz dich bitte mal hin. Klar, ich setz mich sowas von hin. Boah, coole Stühle. Bin mal gespannt, das ist also der Herr Doktor. Ah, da bist du also. Oh, was ist das? Das ist ein Doktor? Einfach eine Mütze auf. Der ist nicht vertrauenswürdig. Kann ich sagen, sie sind optisch nicht. Aber man soll ja Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen, deshalb gucken wir mal weiter. Ich bin der Leiter dieses Krankenhauses. Alle nennen mich nur Herr Doktor. Du kannst mich nennen, wie du willst. Heute ist unser erstes Treffen. Aber ich kenne dich bereits. Denn ich war es, der dich hier hat einliefern lassen, dieses Krankenhaus. Dich, der du etwas versteckst. Was redest du? Gibt's irgendwas, was dich an mir interessiert oder sowas? Oder bist du nur, oder was dich an mir stört? Oder bist du einfach nur so ein bisschen noch durch den Wind? Also, lasst uns ganz schnell mit der Behandlung beginnen. Zuerst muss ich deinen Zustand über deinen Zustand vergewissern. Du erinnerst dich an nichts, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Aha, du hast also dein Gedächtnis verloren. Das ist ein Problem. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Das weißt du doch. Ich denke, das hast du bereits von Tsuigin gehört. Dass das hier auch nicht deine Welt ist. Aber du bist hier. Und du musst den Grund dafür herausfinden. Denn genau bevor du hergekommen bist. Was ist dort passiert? Fällt dir irgendwas ein? Weißt du das noch? Der Grund, warum ich hierher gekommen bin? Kurz bevor ist irgendwas passiert oder was? Chihiro, nun erinnere dich. Erinnere dich an das, was geschehen ist. Es könnte über dein Schicksal entscheiden. Jetzt geh schon ran ans Telefon! Moshi Moshi! Schönen guten Tag! Wen haben wir denn da am Apparat? Was ist, wenn das meine...
ein Telefon. Also hat sich doch niemand gemeldet. Das war also nur ein Fake-Anruf. Der wollte auch irgendwie einen Klingelschrei an uns machen. Finde ich nicht gut. Das gehört sich nicht. Also, liebe Leute, macht keine Klingelschreiche. Das ist einfach nur... Das ist doch Belästigung, oder? Ein Telefon auf jeden Fall ist die Frage. Ja, ein Telefon. Ich habe telefoniert. Bevor ich hergekommen bin, habe ich telefoniert. Das, daran erinnere ich mich noch am Anfang. Also ein Telefon. Das heißt, dass du mit jemandem gesprochen hast. Weißt du denn mit wem? Da gehen jetzt erstmal solche... So ein Gefussel durch deinen Kopf. Du erinnerst dich also nicht. Aber... Du wirst dich schon irgendwie daran erinnern, das hoffe ich zumindest. Mit Zeit für Zeit wird sich etwas in deinem Kopf wieder lüften. Du wirst dich also erinnern mit der Zeit. Aber die Zeit ist begrenzt natürlich. Die Zeit ist zwar begrenzt, aber du solltest dich nicht übernehmen. Also für heute reicht das erstmal an dieser Stelle. Und das sich wieder erinnern ist ein ganz schön schwieriger Prozess. Das kann dir ganz schön Kraft rauben. Denn, aber wenn irgendwas ist, darfst du gerne bitte zu mir kommen hier. Kein Problem. Jetzt werde ich rausgeführt, automatisch muss ich gehen, oder was? Ich wollte auch ganz kurz noch mal gucken, ob ich da was Schönes finde, aber da ist schon jemand erschienen. Na, wer bist du denn? Willst du was von mir? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe kein Kohlestück hier, kein Zunderstein, Zunderwerk, das ich brennen kann. Das fehlt dem kleinen Irrlicht hier. Meine Güte. Leute, hier geht ordentlich was ab in dem Spiel, ja? Merkt ihr das schon? Merkt ihr nicht? Naja, dann hoffentlich geht das in der nächsten Folge genauso weiter, denn hier machen wir einen kleinen Cut. So einen ganz kleinen, wir machen das ganz gemächlich. Wir cutten das ganz glatt ab, damit ihr nicht lange warten müsst, ja? Die nächste Folge kommt zugleich. Also bald kommt sie. Guckt einfach auf meinen Channel, ab und zu mal raufgehen, reinklicken und dann kommt was bis dahin. Könnt ihr natürlich eure Zeit vertreiben. Geht raus in den Garten spielen, sammelt ein bisschen Kresse im Garten oder sowas, keine Ahnung. Aber ihr könnt ja auch noch einen Kommentar hinterlassen oder liken. Vielleicht auch abonnieren oder sharen das Video sogar. Wenn ihr das Video shared, ja, dann gibt es irgendwann Lobeshymne auf euch alle. Aber bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Auf Wiedersehen.